aber vielleicht andere Gründe. Das sagen Frauen nämlich immer, weil sie dann auf eine Reaktion von einem Mann warten. Nee. Da habe ich auch schon, so hoch habe ich auch schon gepokert. Nein, weil Frauen extrem selbstkritisch sind. Man kann sich auch Dinge einbilden. Was? Wo kam das jetzt her? Das kam aus dem Computer. Du hast meine Sendung, du hast noch nicht so viele gesehen, du weißt aber, dass ich immer auch solche Gespräche mit drauf lasse. Ja. Ne? Was? Oh mein Gott. Das wusstest du noch nicht? Nein. Gut, fangen wir mal an. Ja, hallo, willkommen zu Mibitz Nummer 26 und heute habe ich hier bei mir zu Gast Aline und Thorsten. Mahlzeit. Hallo. Gute Nacht, können wir bald sagen. Es ist schon 21:45 Uhr. Okay. Wir haben schön gegessen. Ihr seid heute hier, weil ihr morgen zur Demo geht, zur Wir haben es satt, ja, zur Grünen Woche. Da gehen wir auch hin. Und na, mal sehen, ob wir da was bewegen können. Ja, Aline, du bist bei den V-Changemakers. Genau. Und ich habe ja eine besondere Beziehung zu den V-Changemakers. Du bist aber ein neues Mitglied. Richtig. Ja, die V-Changemakers sind, um das nochmal mir aus zu sagen, sind, also durch die V-Changemakers bin ich auch mit vegan geworden, vor 3 Jahren, vor genau 3 Jahren. Und vor 3 Jahren wurden die V-Changemakers ja auch gegründet. Genau, also am 10.01. jetzt hat man 3-jähriges. V-Changemakers hatte Geburtstag, 3 Jahre. Habt ihr gefeiert? Ja, ein bisschen. Thorsten, du bist der Freund von Aline. Ihr kommt beide aus Leipzig. Ja. Und du bist ja auch vegan. Und was mich natürlich interessiert, du arbeitest in einem veganen Restaurant in Leipzig. Richtig, in einem veganen Bio-Restaurant. Wie heißt das? Symbiose. Aha. Und wir bieten dort halt regionale und saisonale Speisen an. Ist jetzt kein komplett veganes Restaurant. Es gibt immer noch die Option halt für Neueinsteiger beziehungsweise Leuten, denen man erstmal das Ganze nahebringen möchte, halt, dass sie noch etwas überbacken können, um halt dann nicht komplett Abscheu davor zu haben. Mit Käse überbacken? Ja. Also haltet ihr dann heimlich mal so Wilmersburger drauf, oder? Nee, Wilmersburger nehmen wir nicht, weil Wilmersburger nicht Bio ist und unser Restaurant ist halt biozertifiziert. Okay. Das bedeutet, wir dürfen auch nur Dinge anbieten, die halt Bio sind. Mhm. Also nicht nur, wo Bio draufsteht im Endeffekt, sondern was dann im Endeffekt auch meistens halt regionaler Anbau ist. Aber da ist bei Käse ist es schwierig, ja? Bei veganem Käse. Ja, deswegen sind wir da im Endeffekt gerade am Arbeiten, dass wir das selber mit den Zutaten, die wir haben, halt herstellen können. Aber bis jetzt ist uns da noch nichts wirklich so Brauchbares zustande gekommen. Wie macht ihr das denn, veganen Käse, Bio? Also veganer Käse, da gibt es halt mehrere Rezepte, aber so der Großteil der Bestandteile ist daraus meistens Kartoffelstärke, damit das halt schön glänzt. Und relativ hoher Fettanteil kann man halt erreichen durch Margarine. Dadurch hat man halt diesen Effekt, dass er zerläuft. Beziehungsweise wenn er dann kalt ist, dass er fest ist. Mhm. Und wenn dann die Wärme kommt, zerläuft er, also wie richtiger Käse. Und halt für den Geschmack Hefeflocken, weil die kommen dem Geschmack von Käse doch schon sehr nah. Mhm. Interessant. Seit wann bist du denn Changemakers jetzt? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Dazu gekommen ist eigentlich, also bei mir war es auch so, dass ich durch Changemakers vegan geworden bin. Also ich hatte mich dafür vorher schon interessiert, aber Jessie gerade hat mir da sehr viel geholfen und damals hatten wir noch die Changemakers Profile und da habe ich sehr, sehr viele Informationen draus gezogen und also ich konnte mich auch immer sehr damit identifizieren, weil das halt, weil ich Jessie sehr sympathisch fand, das ganze Team total sympathisch fand und da hatte ich von Anfang an auch immer Changemaker haben Plakate schon dann selber gedruckt und erstellt, mir die freigeben lassen von den Mädels und da immer die Fahne hochgehalten für Changemakers, weil ich halt den viel zu verdanken habe, gerade Jessie. Und ja, dann wurde ich jetzt, ich glaube es war Frühjahr, gefragt, ob ich mithelfen möchte, weil es ja auch eine Zeitsache, Changemakers zu betreuen, das ist natürlich viel Zeit in Anspruch. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Da bin da auch, sehr gefreut und bin auch sehr stolz, dass ich da weiterhin darf jetzt. Ja, und da machen jetzt Jessie und ich Changemakers. Also
Frau Changemakers, wer die noch nicht kennt, das ist also eine Facebook-Gruppe, kann man so sagen. Also ist zumindest bei Facebook hat es den Ursprung genommen. Ihr habt ja auch natürlich eine Internetseite und so weiter. Ist also eine Seite, wo man sich informieren kann. Oder vielleicht erzählst du das noch besser? Ja, also wir klären hauptsächlich auf über die veganen Themen, auch in dem Bereich gerade das ein bisschen aus der Öko-Ecke rauszuholen, dass wir halt sagen, man kann auch weiterhin sein gewohntes Leben führen und also auf Partys gehen, feiern gehen, Make-up benutzen, sich schick anziehen und trotzdem leiden da keine Tiere dafür. Also das kann man auch alles in vegan und trotzdem noch das Leben genießen, weil ja oft so die Vermutung ist, dass Veganer zum Lachen in den Keller gehen. Aber das ist ja nicht ganz so und das wollen wir halt zeigen. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gelacht habe. Mhm. Ist vegan, gehört das eigentlich, ist es ja Öko-Ecke schon, oder? Ein bisschen. Also du meinst damit so dieses Rollkragen-Pullover? Genau. Also dass man da, weil das Klischee ist natürlich, was so in Köpfen ist. Also ich höre es ganz oft, du siehst ja gar nicht aus wie ein Veganer, wenn ich dann sage, das ist ja so das ganz böse V-Wort, ne, vegan, dann geht dann die Augen groß und das Verständnis ist auch immer komplett weg bei den Menschen. Und du siehst doch gar nicht aus wie ein Veganer. Die sagten, ja, wie sieht denn ein Veganer aus? Ja, so mit Jute-Klamotten und ja, also um halt zu zeigen, dass es nicht so ist, damit beschäftigt sich halt Changemakers, dass man halt so also ein bisschen das, also mehr die Klischees löst sozusagen. Weil man natürlich trotzdem auch gerade auf Ökologie achten. Zum Beispiel, wenn wir Make-up-Empfehlungen machen, sind das halt das sind meistens Naturkosmetik, weil es halt wirklich einfach auch am besten ist und ökologisch. Ja, also nun kommt ihr beide aus Leipzig. Ich habe jetzt mal gesehen, du hast für eine Stadtzeitung da was geschrieben und du hast mir das ja geschickt. Mhm. Und da hast du geschrieben, dass Leipzig nach Berlin so die vegane Hauptstadt so Deutschlands wäre oder die Stadt, die nach Berlin am meisten Veganes bietet. Was, oder ich frage dich am besten mal, ich weiß nicht, du bist ja in Leipzig sehr aktiv auch, ja? Ja. Und wie siehst du denn das? Ja, an sich ist es schon so, dass wir halt mittlerweile von außerhalb auch viele Leute halt nach Leipzig direkt kommen, um halt das Gastronomieangebot wahrzunehmen. Wir haben das Deli, was halt Sandwiches macht, also vegane Sandwiches und Burger. Mhm. Dann haben wir da das Zest, ist halt schon ein bisschen gehobenere Gastronomie, also aber auch vegan. Dann haben wir halt das Symbiose, dann haben wir die Fleischerei, was so Döner und, Wöhner und Burger macht. Haben wir heute auch gegessen. Und dann haben wir noch Shahia, die haben jetzt mittlerweile auch ein relativ großes Angebot an veganen Dingen. Also der Trend geht halt immer mehr dahin, so auch ganz viele kleinere Gastronomien beziehungsweise andere Gaststätten, die halt noch ein normales Angebot haben, also auch mit Fleisch, wechseln jetzt auch darauf hin, dass sie wenigstens 2-3 Gerichte auf der Karte haben, die halt vegan sind, um halt dort irgendwo dann zu zeigen, dass man halt mit den ganzen Leuten mitgeht. Das ist ja genauso wie in Leipzig wird ja jetzt auch das neue Vegans gebaut. Und das soll ja auch, also... Eingerichtet. Ja, naja, eingerichtet. Ja, doch, die haben hinten, also ich hatte da mal Bilder gesehen, war hinten irgendwie, haben sie gesagt, deswegen wurde die Eröffnung ja jetzt mittlerweile schon 2 oder 3 Mal verschoben, weil es da halt Probleme gab mit den Bauten. Da musste noch was angebaut werden, beziehungsweise nochmal was umgebaut werden. Und das soll ja auch, haben sie gesagt, das neue Flaggschiff so werden von Vegans, also 3-stöckig mit eigenem Restaurant. Ja, der Jan hat mir schon sehr vorgeschwärmt davon, dass es eine sehr schöne Filiale werden soll. Wobei Flaggschiff-Filiale ist ja zurzeit die neue in Berlin, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie das werden wird. Es hat Potenzial. Wir hatten ja schon sehnsüchtig drauf aufs Vegans. Wobei, was jetzt Thorsten vergessen hat, das Atacolyps, das ist das Mexikaner, also Atacolyps. Das heißt Atacolyps und hat mittlerweile 2 Standorte in Konnewitz hinten. Atacolyps. Und die machen Tex-Mex. Also das ist richtig geil mit Käsesoße vegan. Dann mexikanisch. Ja, genau. Mhm. Genau wie in Tex-Mex. Snackbar oder Imbissbar ist das. Und kriegst halt auch Nachos mit allen möglichen Soßen. Und die haben auch immer wechselnde Angebote dann an so Specials. Ich hatte jetzt mal
Eis-Sandwich gegessen, das war richtig geil. Also so hast du halt so eine dicke Eisschicht in so Sandwich-Waffeln drin gehabt, das war richtig toll. Eisschicht? Eis, ja. Okay. Das war richtig klasse. Ja, dann Lazy Dog gibt es auch noch. Das ist ein Späti, der bietet auch relativ viel Veganes an und auch vegane Hot Dogs. Mhm, und dann, wie heißt die Eisdiele? Breakers. Wir haben sogar eine Eisdiele, die veganes Eis anbietet. Mhm. Aber der Großteil halt hinten in Konnewitz. Also ausschließlich veganes Eis oder auch? Nee, die haben auch normales, aber das ist auch alles selber gemacht. Was glaubt ihr denn, wo das, warum das gerade in Leipzig so stark ist? Ich würde meinen, weil Leipzig eine relativ starke alternative Szene hat. Die Leute sind da schon sehr selbstbewusst und setzen sich durch. Mhm. Und das ist auch gut so. Und das sieht man halt gerade in den Vierteln, die halt nicht so spießbürgerlich bewohnt sind, sondern wo halt eher junge Leute sind oder die auch politisch aktiv sind. Alle möglichen Richtungen. Das denke ich mal liegt daran. Also zumindest in dem einen Stadtteil, in dem ich halt wohne, da ist es halt so, da sind ja die ganzen veganen Sachen. Und das ist natürlich total klasse. Mhm. Ja, interessant. Also ich kenne Leipzig eigentlich gar nicht so sehr. Ich war nur auf dem veganen Sommerfest letztes Jahr. Ihr habt, oder du hast, oder wie auch, das ist ein Bild vom veganen Weihnachtsmarkt. Ja. Den habt ihr letztes Jahr gemacht. Erzähl mal, Wer hat den organisiert? Den hat das Bündnis Leipziger Tierrechtler organisiert. Also das Bündnis Leipziger Tierrechtler ist der Zusammenschluss aller Tierrechtsgruppen, die wir haben in Leipzig, um halt die Energien zu bündeln sozusagen, ne? Weil wir ganz schön viele sind und dass man da die ganzen Leute quasi koordinieren kann. Und da haben wir das Bündnis hat den Weihnachtsmarkt gemacht und ich habe halt auch mit organisiert, die Tombola zum Beispiel, und habe die Presse gemacht und es war ein also sehr, sehr großartiges Team. Alle sehr, sehr, sehr an einem Strang gezogen und halt wirklich schön zusammengearbeitet, also auch was den ganzen Ablauf betrifft. Und ja, also es war schon. Wie viele Leute waren da auf dem Weihnachtsmarkt, schätzungsweise? Mindestens 1000, denke ich. Mhm. Es waren schon sehr viele, also viel mehr, als wir gerechnet haben. Das war ein Tag aber. Ein Tag nur, ja, genau. Ja, ich fand das interessant, dass ihr doch viel Presseecho hattet. Ja, das war überraschend. Das ist bei veganen Festen nicht so ganz selbstverständlich. Also in Berlin, stimmt. Im Sommerfest hatten wir keinen einzigen. Also nur, weil der Patrick da 550 Kilo da gehoben hat. Aber so ein Event hatte die ja nicht, sondern es war ja einfach nur wegen dem Veganen. Weil er eben vegan war, ja. Ja, genau. Also wir hatten ja auch eine Pressemitteilung rausgeschickt. Mhm. So an die regionalen Zeitungen und Radiosender. Und da kamen dann halt nach und nach die Anfragen. Also es war auch sehr erstaunlich. Wir haben auch aus Frankreich eine Anfrage bekommen. Ich kann leider kein Französisch, aber mir wurde gesagt, das ist ein ganz toller Beitrag. Mhm. Und das war wirklich also richtig, richtig, richtig krass. Also auch Energy Sachsen hat sich dafür interessiert, da hatten wir einen kleinen Beitrag, wobei Energy ja nun überhaupt nichts mit Alternativ zu tun hat oder das ist halt eher schon so Standard. Was glaubt ihr, woher das Interesse kommt? Oh, ich würde sagen, weil Leipzig eh gerade so ein bisschen Trendstadt ist. Also hat ja jetzt gerade, ich glaube bei NTV hatte ich das gelesen, dass Leipzig die beliebteste Stadt Deutschlands ist. Ich denke mal, das ist halt gerade ziemlich medial präsent, das vegane Thema. Und dann noch mit Leipzig als Trendstadt, das ist natürlich eine Kombi, die dann natürlich die Presse auch nutzt. Also ist ja natürlich positiv. Mhm. Ihr habt die Berichte waren auch alle positiv, ja? Ja, also, ich. Also ich merke ja auch, dass die Zeit vorbei ist, dass das eher belächelt wurde, das Thema. Mhm. Und das hatten wir auch vor ein paar Jahren noch, aber. Könnt ihr das auch so, wie ist das, seit wann arbeitest du im Symbiose. Symbiose. Im Symbiose arbeite ich jetzt noch nicht so lange, also ich bin ja normaler gelernter Koch, habe dort auch meine Ausbildung halt normal gemacht. Mhm. Im zweiten Lehrjahr bin ich halt Vegetarier erstmal geworden halt die ganze Zeit noch in normalen Küchen gewesen, dann versucht in eine vegane Küche zu kommen und dort arbeite ich jetzt seit 4 Monaten. Mhm. Seit wann bist du vegan? Oh. Ja, so 3, fast 4 Jahre. Ah.
Das ist schon und du hast also als Veganer in normalen Küchen gearbeitet? Ja. Was hast du denn, wie ist das, wenn man da so ein, was hast du zubereitet, ein Steaks alles oder so? Ja. Schrecklich. Das macht echt keinen Spaß. Gerade so der Job, den ich vorher hatte, also bevor ich jetzt mit Symbiose gekommen bin, das war psychisch doch sehr, sehr belastend, weil es da wirklich darum ging, dann am Tag so knapp 60 Kilo Pute zu zerlegen. Und ich habe denen halt auch gesagt, dass ich damit ein Problem habe und würde halt, also wenn ich mich in einer normalen Gaststätte beworben habe, habe ich immer gesagt, dass ich in die kalte möchte. Also kalte Küche sind Salate anrichten, halt alles, was mit Obst, Gemüse zu tun hat, was maximal noch so in den Bereich Käse geht, aber halt nicht direkt am Herd stehen, weil du da prinzipiell mit Fleisch zu tun hast. Ich sag mal so, ich kann es mir zwar nicht unbedingt aussuchen, aber es war halt meistens ein Wunsch. Ich habe auch zweimal mich direkt halt als Garde-Manger, das ist der Fachbegriff für kalte Küche, beworben, wurde dort auch angenommen und musste dann im Endeffekt trotzdem Fleisch machen. Was halt dann auch dazu geführt hat, dass ich dann nicht unbedingt immer so lange in den einzelnen gastronomischen Einrichtungen war. Hast du auch mal versucht, Einfluss zu nehmen, dass du vielleicht mal auch vorgeschlagen hast, nehmt doch mal ein ja, veganes Gericht? Dann wurde ich meistens belächelt. Dann wurde gesagt, ist doch eh keiner, weil braucht man nicht. Und also hast du dich nie wirklich durchsetzen können da, oder? Ja, na, also ich bin ja, trotz dass ich halt Veganer bin, bin ich auch ein Koch und bin halt auch darauf aus, dass wenn ich schon in eine normale Küche komme, dann wenigstens in eine Küche komme, wo das Niveau etwas höher ist. Also ich möchte jetzt hier nicht in so einer Burgerbude rumstehen, sondern dann doch schon in etwas gehobeneren, wo man halt auch eine abwechslungsreiche Karte hat, dass ich dann halt versuchen kann, auf den Küchenchef einzureden und dann zu sagen, ja hier, wir können auch da sowas machen, wir können das machen, wir können das machen, ich habe da Ahnung. Aber meistens wurde ich dann nur belächelt. Aber ist es dir mal gelungen, dass mal was geändert wurde? Nein. Nein. Mal ein Blatt mehr oder so? Also da sind Geschichten passiert, die sind jenseits von Gut und Böse. Wir hatten das eine meiner Bestellungen zum Beispiel drin. Das war ein Buffet von 30 Mann. Davon war eine Veganerin dabei. Da habe ich gesagt, na hier, ich kann doch was für die machen. Und dann haben die einfach gesagt, so, nö, wir können ja die Kürbiskerncremesuppe geben. Woraufhin ich gesagt habe, da ist doch Sahne dran und Butter. Ja, das weiß die aber nicht. Und da haben sie der Veganerin dann die Suppe rausgegeben. Und das ist definitiv, konnte ich dann auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und daraufhin, und aus anderen Gründen, habe ich dann gekündigt. Okay. Ja, ich stelle mir das ja unheimlich schwer vor, gerade wenn man Veganer ist, wenn man die ganzen Hintergründe kennt und diesen großen Abstand hat zum Fleisch und zum Käse und so weiter, und damit hantieren zu müssen. Es sind an sich nicht nur die Hintergründe. Also ich sag mal so, das Fleisch, was man im Endeffekt als normaler Mensch auf dem Teller hat, in dem Restaurant, ist nicht immer so, wie man denkt, dass es ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel in einem Laden, wo ich gearbeitet habe, so ein 12 Kilo Kasslerbraten gehabt, hab den runtergeschnitten, halt Scheiben runtergeschnitten und irgendwann bin ich auf etwas Härteres gestoßen. Ich dachte, es wäre Knorpel gewesen und hab's durchgemacht, es war eine Eiterblase. Reaktion des Küchenchefs daraufhin, spiel es ab, das können wir noch verkaufen. Naja. Also klar. Ich würde es mir da dreimal überlegen, definitiv dann sowas zu essen. Mhm. Und es ist nicht nur einmal passiert, also es ist ja wirklich so, dass halt alleine schon bei der Fleischproduktion wirklich auch damit kalkuliert wird, dass in so und so viel Prozent von dem Fleisch, was rausgeht, halt solche Fehler drin sind. Und ich sag mal so, bei so einem riesengroßen, was weiß ich, 14, 15 Kilo Stück Fleisch, kann man halt nicht durchgucken. Mhm. Und es passiert öfters mal, dass dann halt Geschwüre drin sind oder irgendwelche anderen Anomalien, die da nicht hingehören. Kannst du dann nicht heimlich auf der Karte das hier mit Eitergeschwüren oder so? Dann bin ich meinen Job gleich los und habe noch eine Anzeige am Hals. Ich habe es mir überlegt, also ich habe auch allgemein zwischendurch öfters mal drüber nachgedacht, als ich davon einfach mal Bilder zu machen und dann zum Beispiel gerade bei Facebook da dort so gut wie jedes Restaurant eigentlich alles irgendwo präsent ist,
dann könnte man, kann man sowas ja an die Dinger dran pinnen, aber das wäre dann auch erstmal gleich eine schöne fette Anzeige wegen Rufschädigung bzw. übler Nachrede, was meiner Meinung nach noch nicht mal wirklich wäre, weil es ja die Wahrheit ist. Naja. Aber naja, die Menschen wollen halt die Wahrheit nicht sehen. Alter Blase. Das muss ich erstmal verdauen. Wer macht denn bei euch zu Hause das Essen? Thorsten. Ja, ich meistens. Also selbst wenn ich es anfange, dann braucht es nicht lange, dann kocht er weiter. Und was ist euer, was esst ihr so am liebsten? Pfannkuchen. Chinesisch. Ich hab das auch mal versucht, ja, aber einmal nur. Was? Pfannkuchen? Geht eigentlich ganz einfach. Ach, ich weiß nicht, ich hab's mit Kastanienmehl versucht irgendwie und. Ah, da. Das war dann irgendwie Pudding oder was mit. Ja, empfehlen würde ich bei sowas halt dadurch, dass man eine ordentliche Bindung hinkriegt, Sojamehl. Sojamehl, weil dadurch hat man ja Eiweiß und das Eiweiß gerinnt dann halt von dem Soja. Ah, okay. Und dadurch hat man dann schon eine bessere Bindung. Also Sojamehl allgemein, wenn man jetzt halt auf Weizen verzichten möchte, größtenteils ist Sojamehl da die beste Alternative und das beste Bindemittel, was ich persönlich kenne. Was machst du noch dran? Backpulver und... Backpulver. Ja, Backpulver, dann werden die schön fluffig. Und? Naja, dann halt je nachdem, was für einen Geschmack sie haben, also meistens Vanille noch. Oder das letzte Mal hatten wir welche mit Lebkuchengewürz. Die waren auch ganz gut. Nee, Zwiebeln? Lebkuchengewürz hört sich auch. Nee, das war Lebkuchenpudding. Das war so ein Puddingpulver, das hatte ich aus Dresden geholt damals noch. Das hatte letztlich vom letzten Jahr, da habe ich gesagt, oh guck mal, habe ich auch noch da so ein Lebkuchenpudding. Ich glaube, Käthe ist Bio, irgendwie sowas. Und da hat Thorsten gesagt, hey, da kann man Pfannkuchen mitmachen. Ja, dann habe ich ein Foto gekriegt. Dann, als ich auf Arbeit saß, mit so einem Stapel Pfannkuchen. Oh, okay. Ach, das war herrlich, ja. Ja, und wenn du mal was machst, übernimmt er dann später, weil es nicht wird, oder? Ja, weil da meistens die Frage kommt, na, wie würdest denn du das machen? Okay. Ja. Na, was mit, wie würdest denn du das machen? Und na, ich weiß ja dann, wie es ist, wenn er dann da sitzend ist. Ja, und dann... Hey, die Bechamel, was war das für eine Soße? Bechamel. Nee, da war eine Bechamel? Ach nee, das war eine helle Soße. Ja, die helle Soße. Da habe ich noch nicht mal wirklich was gesagt. Ich hatte meine helle Soße gemacht und die ist mir nicht gelungen und die habe ich einfach nur aus Trotz gegessen, weil die so eklig war. Und weil ich einfach nur aus Trotz gegessen habe, nein, das ist lecker, mein Essen. Guck, ich esse es selber. Ja, aber meistens kocht halt wirklich, also ich bin halt... Ich bin halt eher, ja, also ich koche schon gerne mal ab und zu, aber ja, es hält sich halt, also meine Fähigkeiten halten sich da schon ein bisschen in Grenzen. Aber ja, wie gesagt, das heißt ja auch, koche nie für einen Koch, das hat er mir von Anfang an gesagt und das halte ich mich auch dran. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, frag nie einen Koch nach seiner Meinung, wenn also du gekocht hast. Also koche nie für einen Koch. Ja, nein, das heißt ja, dass du allgemein ihn kochen sollst. Naja. Nein, du sollst den Koch dann bloß nicht fragen, wie es ihm denn schmeckt. Ich möchte auch mal wissen. Dann frage ich nicht nach seiner ehrlichen Meinung. Ich glaube, dass jeder kochen kann. Das ja auch gelesen. Genau, ich bin ja noch dabei. Und dann komme ich hier und sage hier. Das heißt, jeder kann kochen. Ja, ja, ich glaub, genau. Da komme ich noch hin. Ja, ihr seid ja noch jung, ihr könnt ja noch viel lernen. Du bist seit 2 Jahren vegan. Genau. Ja? 31. Dezember hast du, 2011, ja? Ja. Hast du dir das irgendwie, war das so eine Sache, Silvester und nee, gute nicht. Vorsätze fürs Jahr, sondern warum gerade Silvester? Na, ich war davor, im Dezember war ich lange krank, also ich hatte mit dem Magen immer Probleme gehabt. Also es war schon echt ein langes Problem und da war es halt richtig finster, da war ich auch noch natürlich unschön, über Weihnachten krank zu sein mit Magen und nichts ging. Und ich hatte mich davor schon mit ungefähr ein halbes Jahr mit der veganen Ernährung beschäftigt und dann mit den Hintergründen. Und da habe ich gesagt, weil ich meine, ich habe eh nichts drin behalten. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich gesagt, so, nee, ich konnte eh nicht mehr weiter essen. Und mir ging es dann wirklich richtig grottig und da habe ich gesagt, nee, also das muss eine Änderung her, irgendwas haut hier nicht hin. Da habe ich gesagt, jetzt machen wir es, jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich vegan durchziehen. Also
Ja, war es schwer am Anfang? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also das war, also für mich war es total, total easy. Was schwer war, waren halt eher die Reaktionen vom Umfeld am Anfang. Wie waren die? Ja, durchwachsen. Also. Ja, sag mal die positiven. Nee, die negativen? Ja, da gab es ganz viele. Weil ich, also ich hatte vorher gar nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Also so auch allgemein nicht. Also ich habe halt wirklich so ganz normal für mich hingelebt, wie man es halt kennt. Ne? Und dann kam ja so der Tag der Tage, wo ich halt gesagt habe, so nee, es geht nicht mehr. Also ich habe es auch auf Arbeit damals gemerkt, wo ich habe ja für den Rechtsanwalt damals noch gearbeitet, dass ich dann immer von meinem Kaffee mit der Milch drin, noch mit der Kugel, wenn wir davor gesagt, nee, das kannst du nicht trinken, das ist eklig. Und wir haben dann schon so nach und nach Sojamilch geholt und die ganzen so die Alternativen da schon. Aber dann am 31.12. war ich, wo ich gesagt habe, so nee, jetzt mir soll es im neuen Jahr besser gehen. Jetzt wird das hier ändert. Ja, und du bist danach dann sehr aktiv geworden. Du hast ja erzählt, dass du direkt gleich viele Aktionen gemacht hast. Was ist, das ist ja... Das ist so die erste Aktion von Leipzig Vegan. Das war damals eine Facebook-Gruppe, die hat mal aufgemacht, weil das war so im Frühjahr 2012. Da gab es das halt noch gar nicht. Also zumindest habe ich nichts mitbekommen von dem veganen Thema in Leipzig. Weil wie gesagt, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Da habe ich halt so auf Facebook rumgeguckt, so Leipzig Vegan oben in die Suchfeld eingegeben, da gab es nichts. Und da habe ich halt eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Mhm. Und da kam dann Hannes damit dazu. Das ist der junge Mann hier. Und noch die anderen. Und drei kamen wir hier. Ist auch ganz toll. Und das da war wirklich schon und das Changemakers-Logo hier. Ja, ja, habe ich ja gesagt. Da haben wir dann nämlich, damals hatten wir uns hingesetzt und gesagt, komm, wir machen was gegen Tierversuche. Das war, glaube ich, auch um die auch gerade irgendeine Aktionswoche deutschlandweit, glaube ich. Ja, auf jeden Fall haben wir da über Leipzig Vegan quasi über die Facebook-Gruppe zusammengefunden und dann die Aktion gemacht. Also es, und dann ist ja auch richtig Leipzig Vegan richtig abgegangen, dank vor allem Hannes, der hat in einem Jahr halt wirklich unglaublich viel aufgebaut in Leipzig, also sehr, sehr viel gemacht, ist sehr, sehr aktiv und also Grüße an der Stelle, Hannes. Also wirklich top in Leipzig. Total klasse. Also er hat auch sehr viel connected untereinander mit den Gruppen und sehr viele Aktionen gemacht. Und also Leipzig hat ihm wirklich echt eine Menge zu verdanken im veganen Bereich. Also zumindest mein Eindruck. Mhm. Weil ich hatte mich ein bisschen zurückgezogen, so aus privaten Gründen, so ein neuer Job und so. Und muss mich erstmal ein bisschen finden, auch in einer neuen Wohnung. Und da habe ich gesagt, dann nee. War das auch dann... Das war jetzt dieses Jahr. Dieses Jahr? Also jetzt vor kurzem sozusagen, weil genau. Das Jahr ist ja sehr jung, ne? Nee, letztes Jahr. Ach Gott. Oh, ich bin in meinem Kopf immer noch in 2013. Okay. Nee, das war im November. Da hat man den Moskauer Katzenzirkus. Diese Tiere machten es nicht freiwillig. Genau. Da hat man den Moskauer... Hat sich ja verschrieben auf dem Schild? Nee, das machen, das hat nicht mehr ganz drauf gepasst. Ja, das Moskauer Katzentheater war da gerade zu Gast, vorher in Dresden. Und da haben wir gesagt, das geht so nicht. Also die Dresdner waren da auch schon aktiv und haben natürlich dann entsprechend auch einen Empfang bereitet. Und also das war schon, also das war auch also wirklich schon heftig von Reaktionen her. Also das war auch schon relativ brenzlig. Also die Theaterleute waren auch schon relativ. Kam die Russenmafia? Nee. Nein, aber die iPad-Mafia, ja. Die haben uns mit einem iPad gefilmt. Oh, okay. Ja. Und gab es Konsequenzen? Erzähl mal. Nee, gar nicht. Also Konsequenzen gab es nicht. Also nicht körperlich, sondern... Nee, leider nicht. Also das Gute ist, wir hatten ja, das Bündnis hat ja Flyer erstellt, ne, wo es dann... erklärt wurde, warum halt das Katzentheater nicht so toll ist, also weil die Katzen es halt nicht freiwillig machen. Ist ja auch logisch, Katzen sind halt revirgebunden, die sind halt nicht so mit hin und her ziehen, weil die sich eher da an ihren Lebensraum binden. Ne? Und da haben zwei Leute, die erst reingegangen sind, zwei Frauen, tatsächlich hinterher wieder, also ne, so, da waren wir noch da, so eine halbe Stunde später ungefähr wieder rausgekommen und haben gesagt, naja, wir haben uns jetzt durchgelesen und drüber nachgedacht, was er erzählt hat. Ihr habt recht, das geht so nicht. Da haben wir gesagt, nee, das wollen wir uns jetzt nicht mehr angucken. Also, das war schon ziemlich cool. Also, die meisten waren halt eher aggressiv. Also haben dann, ja,
ja, das ist das, ich sag mal, das ist das Übliche, ne? Mit Beschimpfungen und Beleidigungen. Und die Kinder haben natürlich nun, die Kinder, also bei den Kindern war es wirklich, die waren natürlich gestaunt und dann, die Kinder haben es halt mehr verstanden dann. Wir haben auch Aktionstheater gemacht, wegen hier die Katze im Käfig. Die haben es halt mehr verstanden teilweise als die Erwachsenen. Und die Erwachsenen haben die halt weitergezogen. Ne? Also ich könnte wetten, dass ihr bei vielen, die vielleicht auch ablehnend reagiert haben, trotzdem einen Samen hinterlassen habt. Ja, das ist das Wichtigste. Also dann, ich habe es nicht sehr oft erlebt, dass Menschen sofort eben sagen, ja, ihr habt recht und umdenken. Aber ja, was ich aber oft gemerkt habe, ist, dass die Leute sich das mitnehmen, mit nach Hause nehmen und dass es dann arbeitet in denen. Mhm. Jetzt nicht speziell hier mit dem... Also allgemein, wenn man diskutiert und so weiter. Mhm. Und manchmal kommen die Leute dann später, Wochen später und sagen dann, du, ich habe jetzt auch überlegt so und so. Aber ich habe gemerkt, oft muss es in stillen Kämmerlein passieren. Das stimmt. Und also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Selbst wenn bei einer Aktion eben, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht an, trotzdem hinterlässt was. Ja? Nee, das ist auch ganz wichtig. Also die Erfahrung habe ich auch auf jeden Fall gemacht. Also ich sage mal, gerade wenn man die, zu den Menschen geht und die Handlung, die sie gerade tun, anprangert. Also zum Beispiel das Katzentheater besuchen oder wir hatten auch Appassionata in Leipzig. Wenn man sich dann hinstellt und sagt, hier, das ist jetzt total falsch, was ihr hier macht, dann reagieren die immer mit Abwehr. Selbst wenn sie es in sich einsehen, ja, stimmt, eigentlich haben die recht, die würden es ja nicht zugeben, weil niemand, also es geht ja auch darum, sein Gesicht zu wahren, auch vor sich selber, sich das vor sich selber rechtfertigen zu können. Mhm. Und das ist meine Erfahrung halt, also das ist halt die Aktion, wo man die Menschen quasi dort antrifft, wo sie halt das Falsche tun und man sagt, das ist falsch. Das sind halt die Aktionen, wo es auch am brenzligsten ist. Also wo man sich auch so dicke Fell anziehen muss und wirklich das da nicht zu emotional zu reagieren, weil das ist so, damit muss man halt rechnen. Das ist also, aber es ist halt wichtig, dass halt auch ein Zeichen gesetzt wird, dass halt den Leuten auch klar ist, dass es falsch ist, weil ansonsten macht's ja keiner. Dann, also vor 2 Wochen war das, glaube ich, mit dem Zirkus Eros. Mhm. Ja. Wart ihr auch dazu irgendwie in der Nähe? War der da? Nein. Oder habt ihr aber nur am Rande mitbekommen? Ja, da war das halt am Rande. Das sind ja auch Bekannte von uns. Also wir haben es schon mitbekommen. Ja, das ist natürlich schon, das ist ja auch also echt übel. Kurz für die es nicht wissen, es war also eine Demo gegen den Zirkus Eros, der also Pferde und Kamele, glaube ich, noch dort hat. Und die Demonstranten sind, also es war der letzte Tag von dem Zirkus, ja. Und die sind dort richtig zusammengeschlagen worden. Ne? Mhm. Und hat auch ein großes Presseecho dann auch gegeben. Das stimmt. Berichte darüber und so. Wie geht's denen, wenn du sagst, das sind Freunde, weißt du, wie es denen geht? Ja, also mittlerweile, also es geht allen gut. Ja, das ist natürlich auch so, dass natürlich erstmal auch der Schock an sich tief sitzt, weil im Endeffekt, dass es dann halt so ausartet und ich meine, man hat es ja auch im Video gesehen, ne? Das ist gefilmt worden. Ja. iPhone, ja. Ja, also auf jeden Fall, ob es ein iPhone ist, weiß ich gar nicht. Ist egal. Handy. Smartphone. Vielleicht war es auch eine Kamera. Ja, kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist es gut, dass es dokumentiert wurde. Weil das ist halt wirklich schon, es geht halt überhaupt nicht. Also, weil das ist ja generell keine Lösung. Dann habt ihr eine Aktion mit... nein, schön wär's. Ja, da war ich auch, als Powatz in Berlin war. Ja. Da haben wir sozusagen schon mal... Genau. Wir waren schon mal gemeinsam an einem Ort. Das war im Mai 2012, als er hier in Berlin war. Beeindruckender Mensch. Ja, das stimmt. Ich habe ein Autogramm gekriegt. Ich wollte auch eins haben, hat dann nicht mehr geklappt. Da habe ich mich geärgert. Aber das so ein Foto zu haben, ist natürlich schon schön. Jetzt muss ich das mal holen. Lea, kannst du mir mal unter der Schere dieses Dings, diese Hülle da geben? Unter dieser Schienenschere? Ja, genau. Genau, ja. Ich hatte nichts anderes als mein Buch. Und irgendwie hatte ich das einstecken und dachte dann eingekrakelt. Ach, das ist ja cool. Eine Freundin hat sich ihr Handycover signieren lassen. Das ist auch cool.
Und ich habe ihn dann gefragt, ich habe ihn dann auch, weil ich hatte zwei, und dann habe ich dann gesagt, hier, wenn Sie wollen, können Sie auch eins. But only signed, hat er gesagt. Musste ich ihm dann ein Autogramm geben. Ach, das ist ja cool. Ist aber auch ein toller Mensch. Der Vortrag, den fand ich auch sehr beeindruckend. Stimmt, dann von ihm. Danach gelesen, das Buch. Mit Dolmetscher bestimmt. Na gut, da war eine schöne Erinnerung. Das war hier in deiner inaktiven Zeit? Nee, das war auch noch während meiner aktiven Zeit. Aber ich fand das Bild so schön. Was ist das denn? Das ist Peter Lustig. Nein, das Peter Lustig gibt es nicht mehr. Ja, das war das Haus von Löwenzahn. Ja, ja. Was ist das von Löwenzahn? Die Stuhltreppe hier. Richtig, ja. Die kam mir jetzt nämlich auch bekannt vor. Da hatte ich, da war ich Komparse bei Löwenzahn. Ah. Und ja, also ich bin ein Hintergrundfüller. Ich sitze auch, ich bin in zwei Folgen dabei. Ach, wirklich? Das ist, ja. Das ist einmal, geht es um Zauberer, sitze ich im Publikum und da stellen wir das euphorische Publikum. Was denn? Dachte ich dann, was? Ich finde das, ich lache dich nicht aus, ich finde das bloß lustig. Das ist Situationskomik. Wo denn? Hier. Und hier. Ja, und das war jetzt im Sommer, wie man sieht, und da haben wir dann, natürlich Erinnerungsfoto, ne? Wenn man, da ist ja jetzt Fritz Fuchs, der neue Peter Lustig. Aber Herrn Paschulke habe ich getroffen. Ah. Den Nachbarn. Den Nachbarn. Ja. Und der spielt auch noch mit? Ja, der spielt mit. Okay. Genau, also ich bin da in der Folge, wo ich da Komparse mitgemacht habe, da geht es da werden dann überall in der Stadt irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Folgen heißen, muss ich mal raussuchen. Da werden überall in der Stadt die Reifen platt gemacht. So. Oh. Ja, und da muss dann wegen den Fahrradraudis. Also ich glaube wohl, dass es, ich habe die Folge noch nicht ganz gesehen, aber ich glaube wohl, dass Herr Paschulke war. Würde ich wetten. Der Paschulke. Waren es Kinderfahrräder, dann war es Peter Lustig. Was hast du da genau gemacht? Ich bin einfach nur im Hintergrund rumgelaufen. Also das ist ja so, da muss man ja auch die Szene immer wieder, ne? Also haben wir halt gesagt gekriegt, wo wir langlaufen müssen, damit auch mit einem veganen Kumpel, da zusammen gerade an dem Tag. Ja, hast du im Hintergrund dann sozusagen die Ventile rausgeschraubt. Ja. Oh. Ist das auf Kamera? Nein. Soll ich dir besser? Ja, kann ich jetzt gegen dich verwenden. Nein. Das habe ich bei dir auf Facebook gefunden. Ja. Nein, vom Schleim. Das ist eine Aktion von den Linken, die halt, es geht halt darum, klarzumachen, dass die Argumente, die halt von der NPD zum Beispiel gebracht werden, total hirnrichtig sind. Zum Beispiel die Kinder raus aus Deutschland-Kampagne sagt halt zum Beispiel auch, wer keine Leistung bringt, gehört abgeschoben. Trifft auf Kinder auch zu. Wer unsere Sprache nicht spricht, gehört abgeschoben. Kinder. Und um das halt zu zeigen, ist halt die Aktion da und ist halt echt total lustig gemacht. Also da hat man auch SpongeBob für die Omi und nicht für den kleinen Toni und so. Ja. Das ist halt schon ziemlich geil. Was ist Schleim? Also, ich verstehe es nicht. Nein, das reimt sich einfach nur. Schleim in Bezug, weil Kinder doch schneller krank werden, verhältnismäßig gesehen, als Erwachsene und dann, genau, wenn sie Schnotze haben. Und Grad? Kinder raus aus Deutschland. Ah, das ist die? Ja. Das war nicht von der NPD, sondern das ist dann sozusagen die Persiflage. Dann die, genau, die Satire da drauf. Lea, kennst du das auch? Nee. Kinder. Muss man angucken, ist echt geil. Wobei man sagen muss, dass gegen Kinder raus aus Deutschland, das ist schon wieder von der NPD, also zumindest von deren Wählern. Hm. Weil die natürlich sagen, Kinder, Heimat, und ich meine, die nehmen das ja ernst, ne? Das ist das höchste Gut, was wir haben, und die versuchen halt dann irgendwie da wieder drauf zu kommen, wie sie es immer machen. Ja, also Kinder, Schänder, Todesstrafe. Ja. Schön ist auch der Spruch in der Infobeschreibung, ja. Wer keine Leistung bringt, gehört abgeschoben ins Bällebad mit Krokodil drinne. Also wenn ganz ehrlich, wer das dann ernst nimmt und da ernsthaft eine Gegengruppe gründet, noch eine, muss man nicht drüber reden, das hat dann vielleicht, weiß ich nicht. Ihr seid also wirklich sehr politisch aktiv auch oder engagiert, interessiert? Ja, also, ja doch. Politisch.
interessiert. Aber dann eben das vegane Thema ist ja, also ihr seid auf jeden Fall sehr aktiv. Ja, in, das in, ist in Leipzig, ja. Was war das jetzt hier? Das ist also ein... Ah, das war auch auf dem Weihnachtsmarkt. Achso. Ja. Genau. Da hat man ja, hat ja die Presse übernommen, beziehungsweise gemacht, weil wir ja da die Aufgabenbereiche so ein bisschen eingeteilt haben. Mhm. Und ja, und da kam dann, wird dann angesprochen von der Taz. Und ja, da sagte sie, die ja, Taz. ich komm von der Taz und ja, mir wurde gesagt, du machst die Presse. Ich dachte, ja. Und dann kam ja der Taz-Artikel, also auch ganz, habe ich sehr gefreut auch. Also wirklich sehr cool, also vor allem in der Taz, ne? Also wer hätte damit gerechnet, also keiner von uns, das war schon ziemlich cool. Die sind von sich aus sozusagen dahin gekommen. Ja, ja, also die über Facebook hat sie gesagt, ist sie darauf aufmerksam geworden. Und, ach, war, Facebook? Ja, ja. Aber von der Facebook-Seite Veganer Weihnachtsmarkt. Genau, genau, irgendwie so. Und dass sie eh gerade in Leipzig Freunde besucht hat oder sowas, da hat sie gesagt, ja, können wir da gleich verbinden. Hat die denn auch Kontakt zu Veganen gehabt? Weil nee, ich glaube nicht. Also kommt die dann dahin? Also nee, ich glaube die, ich weiß gar nicht, war sie vegetarisch? Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Ja, aber ja gut, das ist auch, der Weihnachtsmarkt war ja auch in einem alternativen Viertel und das, also wie es gewirkt hat, war es schon auch so ein bisschen alternativ. Mhm. Und na gut, ich meine, bei der Taz wird man jetzt nicht gerade zum Spießern dann laufen. Oder denke ich mal, ja. Ja, was sind denn so eure Pläne oder Vorhaben? Habt ihr gerade mit den V-Changemakers, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen ruhiger gewesen ist. Auch jetzt geht's wieder, bringst du vielleicht auch frischen Wind mit? Ihr habt noch eine andere, die neu ist, ja? Genau. Wer ist das? Das ist die Julia. Ja. Und ja, die Julia ist ein bisschen ruhiger. Ja. Und ja, und Jesse und mir machen das halt hauptsächlich gerade. Und da von mir kommen halt so die Einflüsse gerade in Richtung gegen Rassismus, das ist mir halt sehr wichtig. Und weil Jesse hat damit hat gar keinen Bezug, also weil, ne? Also ich meine, so eine, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt, ob es der Osten ist, keine Ahnung. Also ich habe da auf jeden Fall Kontakte, auch, ne, auch über einen Freundeskreis. Und Jesse ist von mir vom Typ ganz anders. Also Jesse ist halt, deckt halt den Fitness- und Gesundheitsbereich ab, der halt nicht so meins ist, weil ich halt ja nicht so fit und gesund lebe unbedingt. Nee. Nee. Pfannkuchen sind mein Lieblingsessen. Pfannkuchen? Ja, ja. Also, ne? Ja, und da kennt sich halt Jesse besser aus. Und sind halt aber, also der was wir ja gemeinsam haben, ist, dass uns halt allgemein der respektvolle Umgang mit Menschen wichtig ist und mit Tieren gegenüber, dass man halt so achtsam ist seiner Umwelt gegenüber. Was ist denn zu erwarten? Was sind denn die Sachen, die ihr plant? Uff, wo fangen wir da mal an? Also jetzt als ja, ja, also wir haben schon 2014, wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben jetzt geplant, eine Kosmetikkampagne zu machen, also weil das ist so ein Bereich, wo ich selber auch am Anfang sehr gucken musste, sehr lange suchen musste, als ich vegan geworden bin. Machst du da auch mit? Hm? Ja, er ist unser Model. Mal gucken. Lippenstift testen und so. Ja. Ja, kommen wir auf Kussfestigkeit testen. Da muss ich mich auch vorher rasieren. Warum? Nicht, dass ich alles drin verfängt. Rasiercreme kannst du testen, ne? Richtig, richtig. Ja, genau. Aber ihr wollt das, wie sieht das aus, dieses Kosmetikprojekt? Wir wollen eigentlich, also ich meine mal so grob gesagt, wir wollen uns halt schminken, die Produkte verwenden auch. Und dann halt einfach auch schöne Fotos davon machen, es halt präsentieren und halt vorstellen. Also wie es halt bei einigen Mädels bestimmt außen Modemagazin kennen, dass man dann einfach auch mal einen Eindruck hat von dem, was es gibt. Weil man muss sich das halt schon ein bisschen mühselig zusammensuchen, wenn man sich dann damit beschäftigt und halt vegane Kosmetik finden will. Also mir ging es zumindest so. Und ja, und da haben wir gesagt, da machen wir jetzt was. Und wir haben ja auch gerade die Vegan, ich hab's getan Kampagne, die Aktion, wo halt die Menschen erzählen können, warum sie vegan geworden sind und wie das kam und das ist halt auch, das ist zum Beispiel auch eine sehr tolle Aktion. Mhm. Das hat mir damals vor 2 Jahren halt auch sehr geholfen. Also auch mal die Gedankengänge, die dahinter stecken, zu lesen. Und das ist halt auch, sag ich mal, so blöd wie es klingt, ganz normale Menschen sind, ne? Also, weil man ja mal so diesen Veganer, dieses Klischeebild im Kopf hat, da ist halt
ist halt... Überwesen. Ja, nee, also ich meine, ich hatte ja damals überhaupt keinen Bezug dazu und das wollen wir halt mit Changemakers hauptsächlich erreichen. Also die Leute erreichen, die halt wirklich überhaupt keinen Bezug dazu haben. Also, ne, die halt, also, ne, wie ich damals, so, habe vor mich hingelebt und, ne, und mein Zeug gemacht und habe schon hier und da mal gedacht, irgendwie ist es schon ganz schön blöd, aber ach, machen ja alle. Ne? Also so war ja mein Denken. Und ja, und dann habe ich ja gelernt, dass es auch anders geht. Und dann halt zu so zeigen, wie gesagt, dass es halt nicht so ein geschlossener Verein ist oder halt, ne, dass die Leute dann nicht so komisch sind, wie es vielleicht im Kopf hat. Oder, ne, und halt zu so zeigen, dass es ein ganz normale Menschen sind, die auch dann vegan werden, weil sie halt da für sich verschiedene Gründe finden. Ja, wir sind wirklich völlig normale Menschen. Ja. Also eigentlich schon, ne? Stimmt, wir sind alle ganz normal. Ah. Normal ist immer so eine Auslegungssache. Ja, also ich finde uns total stinknormal. Ja, außer dass wir zum Lachen in den Keller gehen. Oder gar nicht lachen. Aber das mit Lachen musst du rausschneiden, ne? Ja, ja. Also ich finde es schon wichtig, dass man auch wirklich nur ethisch korrekt lacht. Und, ja, muss ich schon genau überlegen. Das ist richtig. Also wir wollen ja keinen falschen Eindruck vermitteln, ne? Also vegan ist kein Spaß, weißt du ja, ne? Richtig. Total brutaler Ernst. Ja, na gut. Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, die Jessie auch mal vor die Kamera zu kriegen, ja, oder? Ja, Jessie, du bist dran, das weißt du. Richtig. Die hat sich bis jetzt immer so ein bisschen geziert. Aber muss ja auch nicht, wenn sie das nicht möchte. Nein, das ist richtig, aber auch. Ja, na gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Es gibt ja auch viele Gruppen, die aktiv sind und wo man dann irgendwann mal nichts mehr davon hört, ja, wo das dann einschläft. Aber bei euch geht es ja jetzt nun eher los wieder. Stimmt. Und weiter. Das ist schon sehr gut. Stimmt. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Danke. Und dir, dass du nicht wieder in einem Omnivoren-Restaurant landest. Aber der große Traum ist, ein eigenes zu haben. Ja? Ja, definitiv. Okay, und wenn es erstmal mit Unterstützung von anderen Leuten ist, halt, ja, dass ich sozusagen Restaurantleiter werde, dass ich da irgendwas aufziehen kann. Aber dass definitiv. Du dann rumlaufen kannst, wenn Anweisungen geben kannst und dann nicht wieder ins Bett legen kannst. Nö, das würde ich gar nicht wollen. Also ich sag mal so, in gewissen Hinsichten, gerade wenn es um den Aktivismusbereich geht, dann vielleicht schon mal so 1-2 Wochenenden zurücknehmen, aber ansonsten, da kriege ich einen Rappel, wenn ich nicht in der Küche stehen kann. Okay. Also da bin ich dann doch schon sehr eigen und will dann doch eher arbeiten. Also es ist ja einer der größten Wachstumsmärkte, ja, die veganen. Ja. Vegan, Restaurants, Märkte und was auch immer. Stimmt, also vor 2 Jahren noch, ne? So viel falsch machen kann man da nicht fast, glaube ich. Man muss natürlich die Grundlagen erstmal natürlich haben. Das ist natürlich ein großer Schritt. Man muss halt verstanden haben, was es geht. Ja, klar. Und man muss halt auch bereit sein, wirklich viel zu arbeiten. Was ich so sehe. Wir waren heute in einem im Wöhner eben hier in Berlin. Den kenne ich. Ja, und der hat mir erzählt, die sind jetzt schon seit 7 Jahren. Das finde ich sehr erstaunlich. Das ist schon eine lange Zeit. Das ist auch gar nicht mal so schlecht dort. Also ich war dort im Februar letzten Jahres. Ja. Mhm. Hat schon geschmeckt. Also den ist besser als bei uns. Na, die exportieren ja auch. Der Wöhner, der in Kassel aufgemacht hat, der kriegt von dort seine diese Spieße da, ja. Ja. Ach, diese Dönerspieße. Und dann noch eine andere. Was war Leipzig? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand, 2 Restaurants beliefern, die 2 vegane. Kann sein, dass das in Leipzig sein. Ist. Irgendwie kann sein, Leipzig auch. Ich nehme auch bei Leipzig, weil das ist das gleiche Logo. Und die machen beim Wöhner in Berlin, machen die und jeden Tag geht einer dahin. Nein, es gibt auch von was waren das? Wie die?
Ich glaube, das ist von Weedy. Weedy macht, hat auch jetzt direkt einen Seitangspieß gemacht, also für Döner. Das ist wirklich so ein Klopper. Und kannst du richtig an diese Döner-Drehmaschine machen und musst du halt zwischendurch bloß immer mal einpinseln mit Öl, dass der nicht austrocknet. Ansonsten, der ist auch richtig, richtig lecker. Ja, es geht voran. Okay. Ja, mal gucken, wann das mal bei der Grünen Woche vorgestellt wird. Ich habe heute gehört, 4 vegane Stände sind dort. 1500 Aussteller insgesamt. Oder ich weiß gar nicht mehr. Aber 4 vegane auf jeden Fall. Also nicht so viele. Morgen werden mehr auf die Straße gehen. Zehntausende, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel. 10, 20.000. Das wird schon ordentlich, denke ich. Das ist ja nicht nur vegan, das ist ja, die ganze, das ist ja alles. Ganze Landwirtschaft, die ganzen Bauern fahren, ja. Die gegen Massentierhaltung wird, sich einsetzen. Mhm. Danach habt ihr noch eine Demo in Kreuzberg? Na, mal gucken, wie das wird. Da ist bis jetzt noch nicht so viel raus, aber ab morgen kann es sein, dass... Da geht es um die Räumung, ne? Richtig, des Flüchtlingslagers in Oranienplatz. Viel zu tun. Okay. Schön, dass ihr da wart. Mich gefreut. Mich auch. Jetzt gehen wir ins Bett. Your birth.